Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so ergangen wie mir. Sie werden am Bahnhof angesprochen, wo fährt denn dieser Zug hin? Dabei steht es auf dem Zug drauf, wo er hinfährt. Oder im Supermarkt spricht Sie jemand an, er habe seine Brille vergessen, ob Sie ihm vorlesen könnten, was das für ein Produkt ist. Oft sind das Menschen, die tatsächlich nicht richtig lesen und schreiben können. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Für den Kreis Unna würde das bedeuten, wenn es hier so läuft wie überall in Deutschland, 36.000 Menschen. Und das zeigt, das ist ein Riesenproblem, denn wer nicht richtig lesen und schreiben kann, der kann auch nicht teilhaben, weder gesellschaftlich noch beruflich. Da wir immer mehr Berufe haben, in denen es wichtig ist, lesen und schreiben zu können, ist es notwendig, den Menschen auch zu helfen, denn nur so werden sie auch auf Dauer eine sichere Arbeit haben. Heute haben wir uns hier in der Stadthalle Unna zusammengefunden, um ein Alphabetisierungsbündnis zu gründen, ein Bündnis, das Menschen helfen will, lesen und schreiben zu können. Dabei geht es um drei Dinge. Wir wollen die Menschen ermutigen, zu sagen, ja, ich kann nicht richtig lesen und schreiben, das ist aber kein Phänomen am Rand der Gesellschaft, sondern das geht vielen so und ich werde jetzt einen Kurs besuchen, um das zu korrigieren. Das zweite ist, wir wollen den Menschen, die mit Menschen in Berührung kommen, die nicht richtig lesen und schreiben können, helfen zu erkennen, dass das Menschen sind, die tatsächlich nicht lesen und schreiben können und ihnen dann auch Wege aufzeigen, wie sie diesen Menschen helfen können. Und wir wollen drittens dafür sorgen, dass hier im Kreis Unna auch tatsächlich genügend Kursangebote zur Verfügung gestellt werden können, damit Menschen richtig lesen und schreiben können. Hier waren heute ganz viele Leute aus Schulen, Behörden, gesellschaftliche Gruppierungen, Interessierte, Volkshochschulen. Das hat uns Mut gemacht, uns weiter einzusetzen für Lesen und Schreiben können hier im Kreis Unna. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir unsere Ziele zumindest ein Stück weit erreichen können.